Das nachfolgende Video ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet oder für Menschen, die sich bei Aufregung sehr schnell ein feuchtes Höschen holen. Dieser Clip ist freundlich gesponsert von Lootring.com. Ultra Instinct. Fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf Ineva.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Für diesen Clip, Leute, absoluten Like und Abo dalassen. Wenn ihr neu seid auf dem Kanal, 65% aller Zuschauer von mir haben noch kein Abo dagelassen. Holt das jetzt gerne nach. Ich habe absolut Krasses zu berichten. Exclusive Ace, Saw, Drifter, J-God aus dem Carnage-Clan und zwei andere haben den kompletten Skill-Based Matchmaking-Prozess vom Lobbysuche, wie sich die Teams zusammenstellen, wie das den Ping verändert, wie das die Team-Balance verändert, haben alles getestet in mehreren hundert Stunden zusammen. Alle haben das Video gestern hochgeladen und ich werde es euch heute nahebringen. Ich werde heute jeden Mythos über Skill-Based Matchmaking in Black Ops Cold War widerlegen, bekräftigen, unterstützen oder genau erklären. Und bevor wir uns falsch verstehen, ich bin einer der größten Gegner von Skill-Based Matchmaking in einem Multiplayer, in einem Casual-Multiplayer. Skill-Based Matchmaking gehört als System, als Patent, wie ihr es nennen wollt, in eine Ranked-Playlist. Aber es gehört nicht in den regulären Multiplayer, wo Anfänger, normale Standardspieler, Pros und Experten einfach nur in gemischten Lobbys gemeinsam Zeit haben wollen, gemeinsam Spaß haben wollen. In mehreren Runden, wenn man eine coole Lobby hat, gegeneinander antreten, eine Runde gewinnt man Herrschaft, die andere Runde verliert man gegen dieses andere Team. Das ist ein richtiger, ein guter, ein vernünftiger Multiplayer. Als Black Ops Cold War in der Beta rauskam, hat Scumpy ein Twitter-Video hochgeladen, in dem er sich 80 Mal selber getötet hat und hat etwas getweetet wie: Ich hab keinen Bock mehr, Skill-Based Matchmaking ist doch super. Diese Aktion von Scumpy hat dafür gesorgt, dass er von der CDL League erstmal eine Strafe bekommen hat. Es gibt Verträge von diesen Pro-Gamern, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Eigentlich werden sie mundtot gemacht. Damit haben eigentlich alle gedacht, dass das Thema Skill-Based Matchmaking von dem größten Content-Creator bis dahin so aggressiv aufgenommen wurde, dass es eigentlich dann jetzt auch vorbei ist. Und aus dieser Bewegung hat sich etwas Größeres eigentlich gemacht. YouTuber wie der Betrüger Korean Savage, der vor einem halben Jahr noch Spenden für seinen Vater gesammelt hat, nur um zwei Tage später eine neue Corvette und ein neues Haus zu kaufen, lädt kein Multiplayer mehr hoch, weil er keinen Bock mehr hat zu Reverse Boosten. Er hat in dem Video vor ein paar Tagen erst gesagt: Ja, ich Reverse Booste, ich mach schon seit ein paar Jahren. Chainfeeds wurde von 8Forts, auch ein großer YouTuber, Chainfeeds, 300.000 Abonnenten oder mehr, wurde exposed und hat auch zugegeben: Skill-Based Matchmaking ist doof und ich Reverse Booste auch und ja, ihr habt. All diese Leute tun sich aber, man kann von ihnen halten, was man will, jetzt plötzlich zusammen und gehen aktiv gegen Activision und dieses Skill-Based Matchmaking vor. Exclusive Ace, Saw, Drifter, all diese Leute haben diese gesamte Testung durchgenommen, haben geguckt, was macht Skill-Based Matchmaking eigentlich, was bedeutet es eigentlich, und es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, Skill-Based Matchmaking bedeutet, Chappy mit seiner 3er-KD kommt mit 11 anderen Spielern in den Multiplayer, die auch eine 3er-KD haben. Es geht aktuell rum, dass Skill-Based Matchmaking bzw. Activision ein Patent hat, ein Patent, was ungefähr so aufgebaut ist in deren Sichtweise. Wenn Chappy mit einer 3er-KD in eine Lobby kommt, dann wird die Hitbox bei den Gegnern für ihn kleiner, das heißt, es wird für ihn schwieriger, jemanden zu treffen. Wenn Chappy mit der 3er-KD in der Lobby spielt, ist sein Aim schlechter, der Aim Assist funktioniert weniger. Wenn Chappy in die Lobby kommt, wird automatisch sein gesamter Ping schlechter, so dass er Schwierigkeiten hat, die gleich gute Runde wie die Runde zuvor zu spielen. All solche Sachen stehen in diesem Patent, aber
Die erste Sache, und das müssen wir heute klarstellen, dieses Patent ist nicht von Activision für Call of Duty und auch nicht für einen normalen Multiplayer, sondern für Bot-basierte Kampagnen und spezifische Bot-basierte Multiplayer in verschiedenen Spielen. Damit möchte man eine Idee auffachen, dass man Kampagnen, ohne den Schwierigkeitsgrad umzustellen, auf der Skill-Level des einzelnen Spielers zuschneiden kann. Ich lese seit Tagen, dass die Leute sagen, dieses Patent ist in Black Ops Cold War drinne. Ich bin mir sicher, wenn ich 3 Runden spiele und 2 Runden gut war, in der 3. Runde gehen meine Schüsse irgendwo anders hin. Die Hitbox ist kleiner. Die Tatsache ist, alle Ergebnisse von Exclusive Ace darf jeder Content Creator, ich habe extra gefragt, ich werde es euch einmal einblenden, darf jeder nutzen, um dieses Thema breit in die Community reinzuhauen. In diesem Test haben sie unter anderem geguckt, wie lange brauche ich mit einem schlechten Account, mit einem normalen Account, mit einem guten Account, um eine Lobby zu finden. Wie schlecht oder wie gut ist der Ping mit einem schlechten Account, mit einem guten Account, mit einem normalen Account? Wie ist die Hit Registration? Wie sind die Lobbys aufgebaut? Was für Gegner habe ich? Und. All diese Sachen sind von den Jungs getestet worden für die Community. Das heißt, Leute, ihr solltet jedem davon, wenn ihr es noch nicht habt, auf jeden Fall ein Abo dalassen. Sind große YouTuber, für die macht es keinen Unterschied, ob jetzt 100 mehr oder weniger dabei sind, aber Ehre wem Ehre gebührt. Das allererste, was aufgefallen ist, Skill-Based Matchmaking bedeutet nicht, dass ihr automatisch mit anderen Leuten in die Lobby kommt, die auch eine 3er-KD haben oder die auch eine 1er-KD haben. Ab einem gewissen Bracket, und sie haben getestet, ab einer KD von 1,7 bekommt ihr nur noch so einen kleinen Gamer-Pool in eure Lobbys, bei denen die KDs aber sehr unterschiedlich sein können. Ihr könnt welche mit einer 2er-KD haben, ihr könnt welche mit einer 1,4er KD haben, aber der insgesamte Durchschnitt dieser Lobby wird bei ungefähr 1,7 sein. Das heißt, der Durchschnitt wird sich an eure KD anpassen, aber es gibt auch dort bessere und schlechtere. Dann wollten die Jungs unbedingt wissen, wie verhält sich das Team-Balancing in Skill-Based Matchmaking? Werden die Teams gleich aufgeteilt oder kriegt der Beste in der Lobby die schlechtesten oder kriegt der Beste noch einen guten und 4 schlechte? Und das Ergebnis davon ist, wenn ihr in einer Skill-Based Matchmaking-Lobby seid mit einer hohen KD, ist die Wahrscheinlichkeit fast 89% hoch, dass von den verbliebenen 11 Spielern bei 6 gegen 6 die 5 schlechtesten in der Lobby in euer Team kommen. Bei euch werden die Punkte pro Minute gezählt, also welche KD habt ihr so in den letzten 5 Spielen bis maximal in den letzten 10 Spielen. Und wenn ihr da relativ gute Ergebnisse habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ihr 5 Teammates bekommt, die in dieser 11er Lobby oder mit euch 12er Lobby nicht so gut sind, beziehungsweise schlechter als das gesamte andere Team. Skill-Based Matchmaking geht davon aus, dass ihr mit eurem Skill, mit euren Punkten pro Minute, mit euren Ausrüstungen schafft, ein 5er Team im Rucksack zu haben. Genauso haben die Jungs getestet, wie es denn am Ende aussieht mit dem Ping zu dem Host in den Games und wie lange dauert es eigentlich in Skill-Based Matchmaking mit einer niedrigen KD und mit einer hohen KD im Gegensatz zueinander eine neue Lobby zu finden, wenn man zum Beispiel Spiel startet und auf Herrschaft suchen drückt. Und die Ergebnisse sind phänomenal scheiße, um ehrlich zu sein. Je höher eure KD ist, je höher die KD bei den Jungs war mit ihren Test-Accounts, desto länger hat es gedauert, bis das Skill-Based Matchmaking aus diesem kleinen Pool Mitspieler und Gegner für eine volle Lobby finden konnte. Gleichermaßen war es so, umso schlechter die KD von diesem Account war, der das Match gesucht hat, umso schneller ging die Lobbysuche. Wenn ihr eine Lobby sucht und bei euch steht, Suche wird erweitert, könnt ihr in der Regel schon die PlayStation ausmachen, weil ihr in diesem Top-Bracket von Skill-Based Matchmaking mit integriert seid. Dann haben sie getestet, wie ist der Ping eigentlich zu dem Host, wenn ich mit einer hohen KD spiele oder einer niedrigen KD. Der Ping bei den hohen KDs lag teilweise bei 40 bis 100, was fast unmöglich für einen Multiplayer und First-Person-Shooter ist, da ordentlich zu gamen. Bei den niedrigen KDs, bei den Bot-Accounts, war es so, dass die Pings zu dem Host extrem schnell war, zwischen 8 und 24 Millisekunden. Ich habe für alle meine Testungen, die ich mit irgendwelchen Waffen mache, die keine Meta-Waffen sind, reverse-boostet, um normale Waffen, also nicht MP5 oder die M16 oder die AUG, um normale Waffen in diesen Multiplayer-Matches zu testen, daraus Videos zu machen. Und solche Leute, auch deutsche YouTuber, die dafür Reverse-Boosten und dann in ihren Videos auch mittlerweile ganz klar sagen, dass es Reverse-Boosted ist, eine normale Lobby, ist keine normale Lobby. Da wirklich mein Fehler, ich habe dafür mich
früher wirklich drüber aufgeregt, mittlerweile entschuldige ich mich dafür, ich kann die Leute komplett verstehen. Ob das John Rage ist oder Marcel Scorpion, Wiska Barca, ich weiß nicht, wer es macht. Raptor, ich habe vollen Respekt davor, vor dem, was die Leute an Content machen, und ich kann es absolut verstehen, wenn sie Reverse boosten, um wenigstens ein bisschen Spaß zu haben. Und wenn Pro-Gamer wie Simp und Scampi mit einer 1.4er, 1.5er KD in Warzone rumlaufen, beziehungsweise in Black Ops Cold War, dann wisst ihr ganz genau, dass dieses Skill-Based Matchmaking-Thema A, so gravierend ist wie nie zuvor, und B, dem normalen Casual-Player auch nicht gefallen kann, denn er wird niemals besser. Er merkt gar nicht, ob er besser wird. Es gibt keinen Rank, es gibt keinen Rang, es gibt keinen Hinweis, kein gar nichts darauf. Absolut belastend, Leute. Diese ganzen Testungen haben sie gemacht. Das heißt, um zusammenzufassen, umso besser eure Stats sind, umso schlechter die Verbindung, umso länger dauert es, eine vernünftige Lobby zu finden, umso länger dauert es, überhaupt eine Lobby zu finden. Aber was falsch ist, die Hit-Registration bleibt trotzdem die gleiche. Der Ping ist einfach nur schlechter. Das bedeutet aber nicht, dass eure Kugeln plötzlich im Nirvana rumfliegen. Eure Verbindung ist einfach nur schlechter. Genauso ist es eben falsch, dass die Hitbox von den Gegnern plötzlich kleiner ist. Das ist Unsinn, das ist gelogen. Dieses Patent, wovon die Menschen teilweise gerade reden, existiert nicht für den Multiplayer von Call of Duty. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in das Dunkle bringen und ihr habt verstanden, worüber ich hier wirklich sauer bin heute, weil es kann ein gutes Spiel sein, aber diese Missinformationen sind auch einfach ungerecht und sind falsch. Wenn euch diese Thematiken gefallen und ihr wollt vielleicht bei mir noch ein bisschen persönlicher mit dabei sein, folgt mir gerne auf Instagram, Schepperfeuer heiße ich da. Ich freue mich, jeden da zu begrüßen. Ihr habt auch die Möglichkeit, zu Weihnachten einen Wunsch in meinem letzten Post zu äußern. Das heißt, wenn ihr einen Wunsch habt, einen Stream, ein bestimmtes Videothema, irgendwas, was ich anziehen soll, was ich tun soll. Schreibt gerne auf Instagram in dem Post. Ihr könnt mir da folgen. Ist alles umsonst. Vielen Dank, Leute. Ich bin raus. Haut rein.